Herzlich willkommen zurück, meine treuen Wölfe. Heute versuche ich weiter 100 Tage in Minecraft Hardcore zu überleben, in der 1.21. Also mit den neuen Features, die Version selbst ist immer noch nicht draußen. Falls ihr den ersten Part nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch diesen anzuschauen, damit ihr wisst, worum es geht, was passiert ist und was meine Ziele überhaupt sind. Genug geredet, weiter geht's mit Tag 51. Zwischen Tag 50 und Tag 51 ist einiges an Zeit vergangen. Und ich war mir nicht mehr sicher, was ich mir alles als Ziel gesetzt hatte. Deswegen schrieb ich all meine Ziele in ein Buch und markierte auch, welche ich bereits geschafft hatte. Danach bereitete ich mich auf eine XXL-Erkundungstour vor. Ich wollte nun einen Sumpf finden, damit ich einen Villager, welcher Mending tradet, holen könnte. Unterwegs kam ich auch an einer Portalruine vorbei, welche ich abgebaut und gelootet hatte. Und dort ist ein Sumpf. Das ging wirklich sehr schnell. Mit den Obsidianen von der Portalruine baute ich dann ein Portal. Warum? Weil ich im Nether weniger Blöcke zurücklegen müsste, um zu meiner Base zu kommen und so die Villager leichter nach Hause bringen könnte. Da aber Nacht wurde, suchte ich erstmal den Sumpf nach einem Zombie-Villager ab. Joa, das machte ich dann auch die ganze Nacht und erfolgreich war ich dabei nicht. Als es wieder Tag wurde, baute ich dann von meinem Portal im Nether einen Weg zurück zu meinem ersten Portal und somit halt auch zur Base. Das Ganze dauerte ein bisschen und ich hatte den Weg sogar ein bisschen zu weit gebaut. Aber egal, irgendwann war ich am Portal angekommen. Und da ich nicht auf einen Zombie-Villager warten wollte, entführte ich nun einen Villager aus meinem Dorf, was ein paar Probleme bereitete. Ich hatte überall Berufsblöcke stehen. Irgendwie habe ich diesen dann aber in den Nether bekommen, wo ich verzweifelt versucht habe, diesen in ein Boot zu sperren. Und dann brachte ich den Villager durch den Nether. Da er allerdings hier nicht auf Berufsblöcke hörte, musste ich das Ganze irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwann war er halt im Sumpf. Das Ganze noch ein weiteres Mal machen zu müssen, inklusive die Villager wieder zurückzubringen, würde sehr viel Zeit kosten. Um den Weg zu beschleunigen, baute ich deswegen einen Schienenweg zum anderen Portal, wofür das Gold nicht reichte. Deswegen musste ich Gold farmen. Natürlich im Nether. Dann gingen mir die Schienen wieder aus und dann baute ich den Weg endlich fertig. Was ein Stress. Wieder in der Base hörte ich dann komische Geräusche, weswegen ich sofort erstmal meine Villager checkte, welchen es jedoch gut ging. Dann fiel ein Zombie-Villager vom Dach und ich wusste, ich hatte die Quelle gefunden. Nur hatte ich wirklich gar keinen Plan, wie der da hochgekommen ist. Am nächsten Morgen versuchte ich dann einen weiteren Villager ins Portal zu bringen, was ich auch schaffte. Nur, damit er dann wieder zur Overworld zurückgehen würde. Überspringen wir einfach die nächsten paar Minuten und gehen zu dem Punkt, wo der Villager vor dem Portal war. Wo er erstmal feststeckte und ich wusste nicht, an was. Dann fiel es mir wieder ein. Mobs können nicht über Schienen gehen. Deswegen baute ich die Schienen ab und er konnte durch das Portal gehen. Nach ein paar weiteren Komplikationen, ein Villager ging wieder in den Nether, konnte ich den Villagern ein sicheres Gehege bauen, sowie ihnen Brot geben. Nach einmal Schlafen passierte es dann. Die Villager vermehrten sich und zeugten einen weiteren Tiger-Villager, weswegen ich noch länger warten musste. Und beschloss, AFK zu gehen. Währenddessen vermehrten sich die Villager nochmal und ein Sumpf-Villager entstand. Nur konnte ich ihn noch nicht zurückbringen, da ich immer noch AFK war. Ein paar Minuten später war ich jedoch wieder da und brachte den Sumpf-Villager durch den Nether mit Hilfe eines Minecarts zurück zu meiner... Ja, heute ist wirklich nicht mein Tag. Also Real Life heute. Oder Real Life damals heute? Ist ja auch egal. Irgendwann war der Villager in meiner Base und legte sich dort in mein Bett. Dieses hatte ich dann abgebaut und er ging zu den restlichen Villagern. Jetzt müsste ich nur noch die anderen drei zurückbringen. Da mir dieses Villager hin und her gefahre so auf die Nerven ging, ließ ich sie aber einfach zurück. Macht euch keine Sorgen, ca. 400 Blöcke entfernt war ein Dorf. Die schaffen das schon, ganz sicher. Am nächsten Tag kümmerte ich mich dann um ein Zuckerrohr, vermehrte meine Wölfe, ich brauchte noch viel mehr. Und realisierte, dass ich durch meine Mobfarm genug verrottetes Fleisch hatte, um meine Schafe gekonnt ignorieren zu können. Jetzt musste ich nur noch warten, bis der Villager erwachsen war. Und während ich wartete, tradete ich mit den Armorer, damit ich noch mehr Emeralds bekommen würde. Als ich diesen dann auf Max-Level hatte, verkaufte ich 3 ganze Dia-Blöcke.
Ja, es ist ein bisschen Verschwendung, aber es fühlt sich so gut an, so viele Emeralds auf einmal zu bekommen. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie ein junger Villager seine gesamte Kindheit und Jugend in wenigen Sekunden überspringt. Jetzt musste ich den Sumpf-Villager nur noch zu einem Bibliothekar machen und auf Max traden. Und da ich am Vortag jede Menge Emeralds gemacht hatte, war dies ein Kinderspiel. Weshalb der Villager schnell auf Max-Level war und ich 6 ganze Mending-Bücher kaufen konnte. Mit diesen enchantete ich dann meine gesamte Rüstung, außer die Schuhe, und ging in den Nether, um Gold zu farmen. Denn ich hatte die Hoffnung, noch Soul Speed auf die Schuhe packen zu können, welche man durch Pickling-Trades bekommen könnte. Mit Betonung auf könnte, denn ich habe einen ganzen Stack Gold gefarmt und dieses vertradet und kein Buch bekommen. Deswegen habe ich das Schlauste gemacht, was ich tun konnte. Aufgeben. Ich hatte eh eine Elytra, also wer will schon über Seelensand laufen. Nun, da meine gesamte Ausrüstung gut enchanted war und Mending hatte, wollte ich mit der Rüstung einfach fertig werden. Und was fehlte noch? Netherite. Deswegen ging es mit Fire Resistant Potion wieder in den Nether, um Netherites zu farmen. Oder halt besser gesagt Ancient Debris. Da ich jedoch auch out of gold war, nahm ich unterwegs Gold mit. Und ja, ich glaube nicht, dass es hier irgendwie irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Außer vielleicht ein bisschen Netherrack ASMR. Und ja, in meinen vorherigen Projekten war ich immer noch so 2 Tagen fertig. Glaube ich zumindest. Hier war dies jedoch anders und ich farmte ganze 3 Tage Netherrack. Ja, ich weiß eigentlich Netherite, aber es gibt hier mehr Netherrack als alles andere. Irgendwann war ich dann jedoch fertig und hatte genug Ancient Debris. Somit konnte ich zurück zu meiner Base gehen und erstmal mein Inventar aufräumen, sowie den Schrott schmelzen, warten und Netherite-Barren herstellen. Dann fiel mir auf, dass ich noch gar kein Smithing-Table hatte. Deswegen stellte ich noch einen her und upgradete meine Rüstung. Okay, irgendwas passt hier noch nicht. Nachdem ich kurz gegoogelt hatte, was hier falsch war, kam ich zum Ergebnis. Man braucht bestimmte Smithing-Templates, um die Rüstung upgraden zu können. Templates, welche ich noch nicht hatte. Das hatte ich nicht gewusst, da ich seit der 1.20 kein längeres Minecraft-Projekt mehr hatte und somit keine Netherite-Rüstung in dieser Version hergestellt hatte. Das Ganze war jetzt schon ein bisschen doof, doch ich wollte mit der Rüstung fertig werden, weswegen ich eine weitere Tour vorbereitete und wieder in den Nether ging. Denn diese Templates für die Rüstung bekommt man aus Bastionen. Deswegen suchte ich nach, ja halt, Bastionen und lootete diese. In meiner ersten fand ich jedoch nicht ein Template. Es war aber auch keine gute. In meiner zweiten fand ich dann auch nichts und in der dritten, naja, das war eine Treasure-Bastion. Dort fand ich dann auch mein erstes Netherite-Upgrade-Template und einen OP-Goldapfel. Somit hatte ich nun 1 von 7 Smithing-Templates. Das könnte ja noch ewig dauern. Dachte ich zumindest. Doch in meiner nächsten Bastion, welche in meinen Augen wieder eine langweilige war, fand ich ganze 3 Templates und hatte somit nun insgesamt 4 von 7 Stück. Anschließend fand ich sogar noch eine Treasure-Bastion, wo ich ein weiteres Template, einen Netherite-Barren, noch ein Template, und einen OP-Gap gefunden hatte. 6 von 7. Ich könnte zwar nun ein Item mehr upgraden, da ich Netherite gefunden hatte, aber meine 7 Rüstungen und Tools würden mir vorerst reichen. In einer weiteren Bastion fand ich dann auch mein letztes Template. Somit hatte ich nun alle 7 Stück, welche ich haben wollte. Jetzt musste ich nur noch zurück zu meiner Base. Jedoch ließ ich mich unterwegs von weiteren Bastionen ablenken. Und in dieser war ich, glaube ich, auch schon drin. Am nächsten Tag fand ich dann noch eine Treasure-Bastion und an diesem Netherrack-Turm erkannte ich, dass ich schon hier war. Also weiter geht's. Bis mir die Raketen ausgingen und dann fiel mir auf, dass ich zur falschen Z-Koordinate gegangen war. Ich ging nämlich zu Z-800, musste jedoch zu Z-800. Somit musste ich jede Menge Blöcke zurücklaufen. Und dies ist der Moment, wo mir das erste Mal bewusst wurde, dass eine Elytra auch ohne Raketen nützlich sein kann. Also, die hat mir hier wirklich ein bisschen geholfen. Jedoch hilft so eine FE5-Spitzhacke auch dabei. Irgendwann schaffte ich es dann zurück zu meiner Base, wo ich dann auch endlich meine Rüstung upgraden konnte. Inklusive mein Schwert und meine Spitzhacke, sowie halt auch mein Zweitschwert mit Smite 5.
Somit hatte ich nun die beste Rüstung. Zumindest für mich. Am nächsten Tag wollte ich dann mit den Vorbereitungen für den Wither beginnen. Doch dabei fiel mir auf, dass mein zweites Schwert noch gar nicht mit Mending enchanted war. Als ich ein Buch holte, um das Enchantment zu kaufen, legte ich dieses unterwegs in den Enchanter und sah ein Power 4 Enchantment. Und da mein Bogen Power 4 hatte, könnte ich so einen Power 5 Bogen herstellen. Deswegen ging es für mich hoch zur Mobfarm, um XP zu sammeln. Dies dauerte jedoch eine ganze Zeit, da ich gleichzeitig auch all meine Items reparierte. Als ich genug hatte, enchante ich erst das Buch und dann den Bogen. Und bekam, wie schon erwähnt, Power 5. Dann holte ich noch Mending und enchantete das Zweitschwert damit und nannte es Smile Sword. So könnte ich zwischen den beiden Schwertern leichter unterscheiden. Anschließend vermehrte ich noch die Wölfe und bereitete mich auf die nächste Nether-Tour vor. Dort ging es dann zu einer Nether-Festung. Und weil ich eine Festung in ein Zozand Valley fand während meiner Bastion-Razzia, ging ich natürlich dorthin. Dort angekommen hatte ich auch relativ schnell meinen ersten Schädel. Und dann wurde mir klar, dass ich Feierriese vergessen hatte. Nicht, dass ich sterben würde, aber es hätte das Schädelfarmen angenehmer gemacht. Gehen wir hier mal schnell durch. Hier droppte mein zweiter Schädel, dort droppte mein dritter Schädel und ich glaube, ich brauche nicht jeden einzelnen zu erwähnen. Da droppte der vierte und hier dann der fünfte. Dann hörte mein Dropglück auf und es dauerte, bis ich einen weiteren Schädel bekommen sollte. 6, 7, 8 und 9. Genau die Anzahl, die ich haben wollte. So könnte ich 3 Wither beschwören und somit 3 Beacons bauen. Damit ging es dann auch zurück zur Overworld, wo ich erstmal meine Steinschwerter kombinierte, um dieses dann in den Brunnen zu schmeißen. Wieso machen Wither-Skelette eigentlich so viel Schaden mit einem Steinschwert? Da ich 3 Wither auf einmal beschwören wollte, musste ich mich gut vorbereiten, sagte der Typ mit 3 OP-Gaps. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich vorhin 4 hatte? Zur Vorbereitung zum Wither. Ich machte einmal Stärke-Potions und einmal Regenerations-Potions. Und weil ich viel zu viel Zeit hatte, Healing-Potions. Ich weiß auch nicht warum. Anschließend holte ich noch ein paar Pfeile von der Mob-Farm und ein paar Karotten vom Feld. Damit machte ich dann goldene Karotten und weil ich noch jede Menge Gold hatte, ein paar goldene Äpfel. Danach braute ich nochmal Tränke, aber diesmal Nachtsicht, da ich die Wither in einer Höhle bekämpfen wollte. Und damit war alles für den Kampf vorbereitet. Somit konnte ich jetzt meine Wölfe vermehren. Ich habe ja nur noch ca. 30 Tage und ich brauche eine Armee. Als die Wölfe vermehrt waren, checkte ich noch ein letztes Mal meine Ausrüstung und ging schlafen. Einfach nur, weil dies eine Tradition bei mir ist. Tag 69. Okay, niemand hat gelacht. Ich habe heute 20 Tage Skript geschrieben. Ich glaube, ich sollte eine Pause machen. Jedenfalls, an diesem Tag ging ich los und suchte nach einer niceen Höhle, um den Wither zu bekämpfen. Habe ich eine gefunden? Ja, habe ich. Dort konnte ich dann, nachdem ich die Monster alle besiegt hatte, den, oder besser gesagt, die Wither beschwören. Nachdem ich diesen Axolotl gerettet hatte. Nun konnte ich die Wither beschwören, welche mich nach dem Spawnen auch direkt angegriffen haben. Zumindest 2, der dritte hatte irgendwie Verspätung. Dann jedoch wurde es brenzlig und ich aß einen OP-Gap und zog mich zurück. Also brenzlig, ich hatte 13 Herzen, just saying. Vielleicht wollte ich auch einfach nur den 0815 Java-Player-Move machen und den Wither in einer Höhle stacken lassen und dann bekämpfen. Der erste Wither war auch sehr schnell besiegt und der zweite, der steckte hier an der Decke fest und wurde von mir ebenfalls vernichtet. Erst mit einem Bogen und dann im Nahkampf. Der dritte Wither wurde, wie der zweite auch, erst mit Bogen und dann im Nahkampf besiegt. Es stimmt halt, was man über den Wither sagt. Er stackt halt mega leicht fest. Zumindest hier. Nach dem Kampf konnte ich dann erstmal ein paar Dias einsammeln, welche ich schon während des Kampfes gespottet hatte. Dann wurden es mir jedoch zu viele Mobs und ich bin gegangen. Zu Hause räumte ich dann alles auf und stellte die 3 Beacons her. Danach kratzte ich wirklich alles an Eisen zusammen, was ich hatte, und baute damit einen großen Beacon-Altar, wofür das Eisen sogar gereicht hat. Ein vierter hätte hier sogar noch Platz. Die Beacons wurden dann auf Resistenz 2, Stärke 2 und Speed 1 sowie Regeneration 1 gestellt. Dies waren die Buffs, welche ich für das Dorf haben wollte. Zumindest für die ersten paar Sekunden. Denn da mir das veränderte Sichtfeld durch den Speed-Buff auf die Nerven ging,
stellte ich den Beacon auf Regeneration und Haste. Irgendwas braucht man ja. Danach holte ich Sand, packte diesen in den Ofen und machte eine halbe Weltreise für rote Blumen. Einfach in die Eisenfarm zu gehen war halt anscheinend nicht drin, ne? Mit dem daraus gewonnenen Farbstoff machte ich buntes Glas und platzierte dies beim Beacon. Jetzt wollte ich mich auf den Elder Guardian fokussieren. Und dafür holte ich mir erstmal einen Kartografen und tradete diesen hoch. Da die Trades jedoch anders waren, hatte ich erst Angst, dass er keine Karten mehr verkaufen würde. Diese Angst wurde jedoch widerlegt und auf der maximalen Stufe konnte ich eine Karte für eine Mansion kaufen. Und eine Karte für einen Ozeantempel hatte ich dann auch noch gefunden. Somit konnte ich nun weitermachen und nachdem ich meine Wölfe vermehrt hatte, angeln gehen. Da jedoch nichts angebissen hat, ging ich zum nahen Fluss und angelte dort weiter. Nach ein paar Fischen bekam ich dann einen Kugelfisch, mit welchem ich einmal Wasseratmungspotions machte. Night Vision habe ich dann auch noch gemacht, einfach da es im Tempel dunkel sein würde und mehr hatte ich auch nicht gebraucht. Deswegen ging es danach direkt weiter zum Ozeantempel. Unterwegs bin ich ein bisschen zu schnell geflogen und fast in die Backrooms gefallen. Nach einer kurzen Panikattacke war ich jedoch dann doch beim Tempel angekommen. Dort ging es dann hinein. Ja, wer hätte das gedacht. Drinnen suchte ich dann nach den drei Elder Guardians. Den ersten fand ich auch ziemlich schnell und ja, er war kein Problem. Das Schwierigste hier drin war es halt, die Elder Guardians zu finden. Ich bin halt super gut ausgerüstet. Hier habe ich dann auch den zweiten besiegt und ja, mal sehen, was kann man noch so sagen. Ja, ich habe halt auch jede Menge normale Guardians besiegt und den dritten dann irgendwann auch noch. Ja, ich weiß auch nicht ganz, was ich hier irgendwie erwartet hatte. Nach diesen super epischen Kämpfen habe ich dann einen Hirnschaden bekommen, da ich, dank eines Delfins, mehrfach gegen die Wände geprallt bin mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Aber irgendwie habe ich es dann doch noch geschafft, die Goldblöcke stehlen zu können. Mit meinen Hirnschaden wollte ich nun noch die Schwämme stehlen. Jedoch habe ich diese nie gefunden, deswegen ging ich nur mit zwei Schwämmen zurück, da ich anscheinend bei einem Elder Guardian keinen eingesammelt habe. Zu Hause angekommen, trank ich meine Salzwasserflaschen leer und starb fast an einer Dehydrierung. Und jetzt wurde ich mit zwei Problemen konfrontiert. Für den Raid und den Warden würde ich noch zwei Dinge brauchen. Ein Deep Dark und einen Pillager Outpost. Jedoch wusste ich nicht, wie viel Zeit diese Dinge in Anspruch nehmen würden. Deswegen wollte ich die zwei gerade genannten Dinge jetzt noch suchen. Damit ich diese allerdings schneller erreichen würde, holte ich Obsidian, sodass ich durch den Nether reisen könnte, um dort schneller anzukommen. Wieder oben stellte ich dann ein paar Raketen her, ging schlafen und machte mich auf den Weg, um einen Outpost oder ein Deep Dark zu finden. Und da Deep Darks häufiger in Berggegenden spawnen, baute ich mich direkt neben meiner Base runter, da ich die Gegend direkt unter mir noch gar nicht abgesucht hatte. Ich fand dort auch ein Deep Dark, aber wieder ohne Shrieker. Ein bisschen habe ich dann auch noch rumgegraben, aber ohne Erfolg. Ein paar Dias hatte ich jedoch noch gefunden. Nachdem ich dann nochmal die Wölfe vermehrt hatte, ging es weiter, in Richtung der Mansion. Einen weiteren Midau-Biom ging es dann wieder runter. Erst durch eine Höhle und dann wieder selbstständig. Das Biom wurde irgendwann zum Deep Dark und dort bin ich dann auf was Interessantes gestoßen. Eine Ancient City. Diese habe ich dann auch erstmal gelootet, auf der Suche nach einem Swift Sneak 3 Buch. Ich habe jedoch aufgehört, als ich einen Warden getriggert hatte. Dann habe ich ein Nether-Portal gebaut und von diesen einen Weg zurück zu meinem Base-Portal gebaut. Und ja, Leute, von meinem Portal aus waren es vielleicht 100 Blöcke zum Portal, welches mich zur Ancient City bringen sollte. Jetzt musste ich nur noch einen Pillager-Outpost finden. Diesen hoffte ich, auf den Weg zur Mansion zu finden und ja, ich schwöre, ich habe keine Cheats oder so verwendet, aber ich fand einen Outpost. Dort baute ich dann wieder ein Nether-Portal, jedoch machte ich diesmal nur einen Screenshot von den Koordinaten, da ich doch ein paar hundert Blöcke mehr reisen musste. Da ich alles hatte, gab ich nun die Mansion-Suche vorerst auf und machte mir ein paar Nachtsicht-Potions und enchantete, während ich wartete, ein bisschen rum. Und irgendwann bekam ich dann ein Flame-Enchantment. Dafür musste ich dann erstmal XP sammeln, als ich dann aber genug hatte, enchantete ich meinen Bogen damit. Dann ging es zurück ins Deep Dark, wo ich jetzt mit Nachtsicht immer noch nach einem Swift Sneak 3 Buch suchen wollte. Aber nein, das Spiel gab mir nur 4 OP-Äpfel, weil man sich deswegen auch beschwert.
Tatsächlich ging das Looten mit einer Elytra hier viel leichter als zu Fuß, da man einfach vor spawnenden Borden wegfliegen konnte. Allerdings hatte das Ganze dazu geführt, dass irgendwann 4 Stück von denen da waren, was irgendwie lustig war. Irgendwann habe ich es aber dann doch noch geschafft, ein Swift Sneak 3 Buch zu bekommen, womit ich dann auch meine Hose enchantet habe. Da ich nun alles hatte, um meine restlichen Ziele beenden zu können, beschloss ich erstmal eine Pause von den ganzen Zielen zu machen, da ich sowieso noch Zeit hatte. Deswegen machte ich mir erstmal wieder Nachtsicht-Potions und sammelte ein paar Ressourcen zusammen. Denn nun wollte ich einen Teil in der Ancient City wieder aufbauen, um genau zu sein, den Teil am Portal. Oder am Amogus-Meme, nennt es wie ihr wollt. Damit ich dies machen könnte, baute ich erstmal alle Shrieker und Sensoren im Umkreis ab. Dies hat natürlich jede Menge Warten beschwört, aber das war ja dank der Elytra egal. Als dann irgendwann die Shrieker im Umkreis alle zerstört waren, begann ich damit den ganzen Skulk abzubauen. Und dies war wirklich jede Menge Skulk. Also ernsthaft, das hat mir den ganzen Tag gedauert. Doch als der Skulk zumindest einigermaßen weg war, stellte ich den Weg um das Portal, ab sofort werde ich das zentrale Gebäude einfach so nennen, wieder her. Dafür ging mir dann auch der Stein aus und ich musste 9 farmen. Aber irgendwann hatte ich es doch geschafft. Jetzt musste ich jede Menge weiteren Deep Slate und graue Wolle beschaffen. Dafür tötete ich erstmal ein paar Squids und färbte meine Schafe schon mal grau. Da jede Wolle einzeln zu färben keinen Sinn macht. Da ich teilweise noch warten musste, bis die Wolle wieder nachgewachsen war, um die Schafe zu färben, vermehrte ich wieder meine Wölfe. Und jetzt noch was nebenbei. Es macht irgendwie keinen Sinn, ein Schaf zu färben, wenn es keine Wolle hat, das ist ja klar, ne? Aber wenn die Wolle da ist, dann kann ich sie färben und die Wolle wächst dann auch wieder in der gefärbten Farbe nach. Das macht doch irgendwie keinen Sinn, oder? Ich meine, ich bin dankbar dafür, aber denkt einfach mal drüber nach. Die Schafe habe ich dann auch noch vermehrt, ich brauche ja mehr Wolle. Und dann ging es in die Tiefe, um jede Menge Deep Slate zu farmen. Eine ganze Schalkerkiste voll. Als ich fertig war, ging es wieder hoch, wo ich meine Schafe nochmals scherte und sie wieder vermehren ließ. Und anschließend, vermehrte ich nochmals meine Wölfe. Was bei der Anzahl von Wölfen ein bisschen nervig wurde, aber das ist es alles wert. Danach sammelte ich ein paar Ressourcen zusammen und machte Nachtsicht-Potions. Wieder. Ganze 9 Stück. Als diese alle fertig waren, ging es dann zurück zur Ancient City, wo ich die City weiter wieder aufbaute. Dabei habe ich erstmal an der Innenmauer begonnen. Dann ging es auf die Mauer, wo ich die Wolle platzierte, um den Weg wieder zu reparieren. Da hat tatsächlich auch gar nicht so viel gefehlt. Und kleiner Disclaimer, ich wollte den Style der Ancient City beibehalten, habe jedoch doch ein paar kleine Veränderungen geplant. Wie hier den Deep Slate an der Seite abzubauen, dass ich von der Mauer aus eine bessere Sicht hätte. Als die Mauer innen und oben wieder hergestellt war, ging es nach außen und ich sag's euch wie es ist. Ich habe die Mauer außen ein bisschen schöner gebaut, allerdings habe ich mir dabei nicht so viel Mühe gegeben, da sie eh außen war und ich sie nicht so gut sehen würde wie innen, wegen Lichtverhältnissen und so. Trotzdem dauerte es einen ganzen Tag, die Mauer außen auch fertigzustellen. Als sie außen fertig war, ging es wieder auf die Mauer, wo ich ihr noch den letzten Feinschliff gab und am Schluss die ersten Fackeln platzierte. Da die Mauer und der Weg innen nun fertig waren, konnte ich mich weiter zum Portal vorarbeiten, wo ich die innere Innenmauer, die Mauer am Portal, die Erhöhung, ich denke, man sieht, welche Mauer ich meine. Ich glaube, die innere Innenmauer trifft es am besten. Ihr seht, was ich meine. Als die Mauern alle fertig waren, konnte ich hoch zur Plattform, auf welcher das Portal steht. Dort ging es dann erstmal weiter mit dem Weg drumherum, wo mir dann auch meine Nachtsicht-Potions ausgegangen waren, aber da mittlerweile einige Fackeln platziert waren, konnte ich doch ganz okay sehen. So langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich euch noch alles zeigen soll, aber ich habe halt hier den Oberbereich hier gebaut. Dabei habe ich übrigens den nicht mehr so geheimen Geheimraum einfach zugebaut, da ich mit dem, was ich oben hatte, schon zufrieden war. Und dann war eigentlich auch schon alles fertig, bis auf das Portal selbst. Hier könnt ihr schon mal so ein bisschen sehen, wie das Ganze aussieht. Ich finde, es sieht ganz nett aus. Dann musste ich aber wieder zurück zu meiner Base gehen, da ich noch mehr Stein brauchte. Zurück in der Base räumte ich jedoch erstmal mein Inventar auf. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt übrigens schon jede Menge rissige Deep Slate Ziegelsteine, womit ich nichts machen könnte.
Wollt ihr wissen, was ich danach gemacht habe? Es hat was mit Wölfen zu tun. Ich vermehrte sie. Schon wieder. Ja, das wird noch ein paar Mal passieren. Und dann ging's wieder Deep Slate farmen. Diesmal keine ganze Schalkerkiste voll, aber ein paar Stacks auf jeden Fall. Dann ging es wieder hoch. Und machte mir wieder Nachtsichttränke, mit welchen ich wieder ins Deep Dark ging. Dort baute ich dann erstmal unter dem Portal das Seelensandfeuer fertig und wagte mich anschließend an das Portal. Erstmal baute ich noch Skalk ab, dann baute ich innen den Rahmen fertig und... naja, dann halt außenrum. Als das Portal fertig war, baute ich oben eine kleine Ankunftsplattform. Ich sicherte sie mit Zäunen ab, weil ich es mir zutraute, dort runterzufallen. Wobei das mit Federfall 4 kein Problem sein sollte. Unten gab ich der wieder aufgebauten Ancient City dann den letzten Feinschliff und bemerkte, dass ich wohl viel zu viele Fackeln platziert hatte. Naja, man kann nicht alles haben. Hier könnt ihr noch ein bisschen was von der City sehen. Keine Sorge, meine gesamte Base inklusive Deep Dark könnt ihr an Tag 98 nochmal besser sehen. Am 89. Tag, das Ganze hat wirklich sehr viele Tage in Anspruch genommen, ging es zurück zur Base. Wieder. Diesmal um wieder alles aufzuräumen und mein nächstes Ziel in Angriff zu nehmen. Den Warden besiegen. Dafür stellte ich auch erstmal ein paar neue goldene Karotten und goldene Äpfel her. Ja, das sind viel zu viele, aber ich möchte mit den Gold flexen. Danach baute ich meinen gesamten Beacon ab, inklusive Altar logischerweise, um diesen dann im Deep Dark in der Ancient City wieder aufzubauen. Der Altar funktionierte jedoch nicht gleich, da ich erst einen Weg für den Strahl zur Oberfläche bauen musste. Das Ganze hat ziemlich lange gedauert, aber am Schluss funktionierten die Beacons und ich stellte sie auf Stärke 2, Resistenz 2 und Speed sowie Regeneration. Für den Kampf wollte ich dies haben. Tag 90. Wenn ich in diesem Kampf sterben würde, so würde der Voice Raid ausfallen und die letzten 90 Tage wären weg. Deswegen musste ich diesen Kampf gewinnen. Die Ausrüstung wurde ein letztes Mal gecheckt und ein Shrieker mehrere Male getriggert, bis der Warden erschien. Diesen habe ich dann durch ein paar Geräusche in meine Base gelockt. Und jetzt könnte ich euch sagen, was passiert ist, aber... ja, seht einfach mal selbst. Ja, das war für mich auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung und an einer Stelle war ich auch nur noch einen Schlag vom Tod entfernt, wo ich nur noch 2 Herzen hatte. Der Warden hat so um die 2 bis 3 Herzen mit einem Schlag gemacht, aber keine Angst Leute, ich hatte nicht alles riskiert, ich habe den Kampf vorher in einem anderen Level mit derselben Ausrüstung geprobt. Ich wollte euch dies aber erstmal nicht erzählen, weil warum auch nicht. Entschuldigung dafür, aber falls es euch tröstet, mein Puls war trotzdem auf 180. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, meines Wissens nach zählt der Warden als Untoter. Allerdings bin ich mir da nicht mehr so sicher, da in meinen Testlevel der Warden mit dem Schärfeschwert schneller besiegt war als mit dem Smite-Schwert. Weswegen ich auch hier mein Schärfeschwert genommen habe. Wie gesagt, ich dachte, er wäre eigentlich so ein Untoter, aber dann hätte das Smite-Schwert mehr Schaden gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht. Gut, jetzt aber weiter geht's. Nach dem Kampf baute ich erstmal den Beacon ab und schloss die Decke, da es vorhin reingeregnet hatte. Den Beacon baute ich dann wieder in meiner Base auf und aktivierte dieselben Buffs wie vorher. Stärke 2, Resistenz 2, Haste und Regeneration. Das Glas habe ich auch nicht vergessen, es sollte ja alles schön aussehen. Am Ende des Tages habe ich dann noch den Skull-Katalysator in mein Dorf platziert. Sieht vielleicht ein bisschen random aus, jedoch ist es der Katalysator, welcher vom Warden gedroppt war. Puh. Was ein Tag. Erstmal schlafen gehen. Am nächsten Morgen ging ich hoch zur Mobfarm, da meine Sachen durch den vorherigen Kampf doch gut Schaden genommen hatten. Bevor ich jedoch loslegte, meine Rüstung zu reparieren, vermehrte ich erstmal nochmal meine Wölfe. Danach ging es aber zur Mobfarm, um vor allem meine Spitzhacke zu reparieren.
da diese doch gut beschädigt worden war. An Tag 92 nahm ich dann mein nächstes Ziel in Angriff, die Mansion Lutne. Dafür machte ich erstmal Nachtsicht, aber keine Angst, diesmal geht es nicht ins Deep Dark, eine Mansion kann nur ganz schön dunkel sein. Bevor es aber losgeht, erstmal meine Wölfe vermehren. Schon wieder. Ja, ich war mit der Anzahl noch nicht ganz zufrieden, irgendwann ging dann aber auch das verrottete Fleisch aus. Aber dann war die Anzahl mittlerweile doch schon ganz akzeptabel. Danach habe ich nur noch ein paar Raketen geholt und macht euch keine Sorgen um die Feuerzeuge, die müssen wohl unbemerkt in mein Inventar gespawnt sein. Ausgeruht ging es dann los Richtung Mansion. Diesmal würde ich mich nicht von anderen Dingen ablenken. Okay, das war eine Lüge, ich habe so ein Cherry Grove Biom gefunden und da ich noch nie dort war, habe ich angehalten. Warum auch nicht, und habe so einen Setzling mitgenommen. Dann ging es aber weiter und es dauerte nicht lang und ich war bei der Mansion. Dort suchte ich dann auch nach einem Eingang und ging hinein. Im untersten Stockwerk gab es auch nicht viel, außer diese Dinger hier, wo ich immer noch nicht genau weiß, was die überhaupt machen. Außer, dass sie anscheinend meine Items klauen können und unsterblich sind. Ja, anscheinend kann man mit Rechtsklick diesen Items geben und diese genauso auch wieder mitnehmen. Weiter vorne habe ich dann einen Amboss der Pillager gefunden und diesen auch gestohlen. Warum auch nicht. Und dann bin ich weiter hochgegangen, wo jede Menge Diener bereits auf mich gewartet haben. Darauf folgte ein heftiger und extrem schwerer... Wen mache ich hier was vor? Der Kampf war easy. Und auch mein erster Magier stellte kein Problem dar. Und ich erhielt mein erstes Totem of Undying. So wie noch ein zweites. Doch dann habe ich einen Invasionsplan der Pillager gefunden. Oder eine Karte. Oder eine komische Tischdecke, so ganz sicher bin ich mir da nicht. Und irgendwas, was wie eine Art Beichtstuhl aussah, habe ich auch doch gefunden. Ich fand sogar eine Arena, in welcher ich Pillager bekämpft habe. Und mehr gab es auch nicht. Deswegen ging ich raus auf das Dach und zündete dieses an. Die Schuld habe ich anschließend einen Enderman in die Schuhe geschoben. Ich bin dann auch nochmal reingegangen, um noch mehr anzuzünden. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich mache gerne Sachen kaputt. Dadurch dauerte es nicht so lange und alles sah so aus. Schönes warmes Feuer. Ich schaute der Menschen noch ein paar Minuten beim Brennen zu. Als jedoch das Feuer so langsam erlosch, ging ich wieder nach Hause. Dort angekommen, räumte ich wieder mein Inventar auf und beschloss, meine Rüstung zu verzieren, da ich diese Templates noch hatte. Nach ein bisschen hin und her nahm ich diese Eye-Templates aus dem Stronghold und als Material nahm ich Amethyst, weil das echt gut aussah. Zumindest in meinen Augen. Genießt diese Aussicht, denn ihr werdet sie wahrscheinlich nicht oft sehen, da ich in First Person spiele. Am nächsten wunderschönen Morgen fällte ich einen Birkenbaum und wurde von einem Creeper unterbrochen. Dieser hinterließ ein Loch im Boden und ich musste rein und Erde holen. Dann waren auf einmal zwei meiner Wölfe bei mir, da diese mich anscheinend sehr vermisst haben. Mit den Birkensetzlingen, welche ich von dem Baum bekommen hatte, pflanzte ich einen Birkenbaum neben einem Bienennest, wenn auch erhöht. Danach ging ich zu den Wölfen und siehe da, eine Spinne. Diese hatte wahrscheinlich zwei Wölfe ins Feuer geschoben, wodurch diese Schaden bekommen hatten und sich zu mir teleportiert haben. Erinnert ihr euch noch an das Bienennest, welche ich dem Baum gestohlen habe? Ganz am Anfang? Diesen habe ich dann auch noch einen Baum gegeben. So sollten alle glücklich sein. Ein Cherry Tree, keine Ahnung wie diese Dinge heißen, habe ich dann auch noch angebaut. Danach massakrierte ich meine Schafe, nachdem ich diese nochmals vermehrt hatte. Und nahm mein letztes Fleisch, um nochmals meine Wölfe zu vermehren. Es werden immer mehr. Und es wird auch nicht besser. Als ich diese vermehrt hatte, ließ ich alle aufstehen, was eine gefühlte Ewigkeit gedauert hatte, und brachte diese ein bisschen vom Dorf weg und setzte sie dort wieder hin, was mindestens genauso lang gedauert hat, wie sie aufstehen zu lassen. Dann habe ich bei den Wölfen auch noch ausgeleuchtet, weil inzwischen wieder Nacht war. Nur die Wölfe zu verschieben plus ausleuchten hat einen ganzen Tag gedauert. Ich kann es kaum glauben, es sind wirklich mittlerweile so viele Wölfe. Dadurch sind wir schon an Tag 97. Aber es gibt auch nicht mehr viel zu tun. An diesem Tag habe ich nur noch die Eisenfarm dicht gebaut, damit ich an dieser diesmal keine Wölfe verlieren würde. Holte aus irgendeinem Grund das Eisen aus der Eisenfarm und machte ein bisschen was Neues zu essen. Dann habe ich noch drei Nametags gemacht. König Wolffleisch. Der oder die andere. Und Dinnerbone.
Einen random Wolf gab ich den Namen Dinnerbone und meinen beiden ersten Wölfen, die mit dem blauen Halsband, gab ich die anderen beiden Namen. Gut, das wäre eine Lüge, ich fand nur einen Wolf mit blauem Halsband in diesen Haufen. Der oder die zweite, es ist ein Wortwitz wegen dem Namensschild, fand ich jedoch nicht. Und ich habe wirklich sehr lange gesucht. So. Tja, Leute, es ist Tag 98, wie ihr genau hier erkennen könnt. Ja, ich finde, wir haben doch in diesen 100 Tagen, auch wenn sie noch nicht ganz vorbei sind, so einiges geschafft und... Ja, sowas gab es ja schon mal. Das ist jetzt eine kleine Base-Tour, die ich noch machen werde. Und ich würde auch sagen, wir fangen hier direkt an in meinem Haus. Ja, hier oben ist das Lager. Ne, es ist prall gefüllt, muss ich auch sagen. Es ist echt gut gefüllt worden in 100 Tagen. Auch mit viel Zeug, was ich wirklich teilweise nie verwenden werde. Beziehungsweise nie verwendet habe. Ich nehme das auch gerade ohne Skript aus. Ich glaube, das merkt man auch. Ich dachte nur, dass es keinen Sinn macht, das jetzt hier alles zu vertonen. Dann hier unten, ja, halt Enchanting Table, die Öfen, alles schön und gut. Mein Bett, meine drei Ambosse. Und dann hier der Weg in die Höhle runter. Da unten gibt es jetzt nichts zu sehen, deswegen gehe ich da nicht runter. Dann hier der altmodische Brunnen und einmal der Trampenpfadweg, einmal mit Stall. Ja, das ist, denke ich, ganz schön geworden hier alles. Dann hier das Feld. Man hat hier, glaube ich, einiges, schon eigentlich fast alles ganz gut gesehen. Und natürlich das Villager-Haus hier mit den Villagern, den Berufsblöcken. Die habe ich tatsächlich dieses Mal nicht so gebraucht. Außer für die Eisenfarm, für den Mending. Ja, nicht viel, aber wirklich. Dann hier der Eisengolem, der immer noch in der Decke steckt. Und dann hier natürlich die Eisenfarm, die schon zu ist, weil ich sie ja gestern zugemacht habe. Und dann halt, ja, da unten die Auffangstation. Ich glaube, die braucht man jetzt nicht sehen. Ansonsten haben wir hier noch die Wolfskammer, wo die Wölfe waren. Hier das Drachenei und der Drachenkopf. Das Lagenfeuer habe ich weggemacht wegen den Wölfen, weil sonst hätten die sich gegenseitig ins Feuer geschossen. Geschubst, nicht geschossen. Das wäre nicht so gesund. Da hinten kann man den ersten sehen. Vielleicht finde ich noch den zweiten mit dem blauen Halsband. Das wäre irgendwie schön. Gut, und naja, viel mehr gibt's hier nicht, außer halt noch die Mobfarm, da können wir auch mal kurz hochgehen. Ja, hier oben halt die Mobfarm. Mit dem ganzen Loot, mit den Fallschacht hier. Die war echt ganz nice, besser als in den anderen Leveln, glaube ich, auf jeden Fall, ich bin mir doch sicher. Hier geht's runter, da hat man immer kurz Angst drauf zu gehen, aber unten ist Wasser. Und dann geht's hier in den Nether. Da werden wir jetzt auch gleich, ach ja, das habe ich noch gar nicht gezeigt, hier die Beacons und die Cobblestone Farm, denke ich mal selbsterklärend. Hier sieht man das Ganze auch noch von ein bisschen von oben jetzt gerade, ne? Sieht ganz schön aus, finde ich eigentlich. Ich habe mir echt Mühe gegeben und glaube, ich kann damit zufrieden sein. Da hinten das alte Dorf noch, ne? Gut, dann auf zur Ancient City, die hat man nämlich, glaube ich, noch nicht so gut gesehen. Die dürfte man nicht so gut gesehen haben. Ich kann es nicht zu 100% sagen, weil das Schneiden ist ja erst nach den ganzen hier. Aber ich glaube, die sieht man nicht so schön. Weil das Skript habe ich bis hierhin schon fertig. Ich laber schon wieder zu viel. Ja, und daran erkennt man hier auch gerade, dass das echt nicht weit weg ist. Ich meine, ein Block im Nether, 8 Blöcke in der Overworld, aber trotzdem sehr nah dran noch an meiner Base. Der Weg, den habe ich hier nie schöner gebaut, weil, warum? Und dann sind wir hier in der Ancient City. Oben auf dem Portal. Das war tatsächlich, ja, hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, aber hat dann doch alles gepasst, fand ich am Schluss, wie das hier aussieht. Hier geht's dann runter, ganz normal, ne, hier schön, ich habe ein bisschen umgebaut, das habe ich ja auch erwähnt. Ja, ein bisschen umgebaut, hier fehlt was, das habe ich irgendwie übersehen. Hier das Portal, oder was auch immer das sein soll, ganz gut eigentlich wieder restauriert. Hier oben habe ich auch ein bisschen verändert, dass es jetzt hier so begehbar ist. Ja, das sieht überall gleich aus, ich weiß nicht, ich renne mal einmal im Kreis. Und dann gibt es hier überall Leitern runter halt in den Graben, wo ich den Warden auch bekämpft habe. Und natürlich hier noch die äußere Mauer. Es sind hier ziemlich viele Fackeln. Ich weiß nicht, ob ich dann doch so viele gebraucht hätte, aber ich habe halt nichts gesehen, weil mir auch am Schluss die Nachtsichttränke ausgegangen sind und ich nicht wieder zurück wollte. Ja, und hier unten halt noch den Gang, wo ich dann auch den Warden bekämpft habe. Ich glaube, hier habe ich ihn sogar reingeholt, oder? Nee, das war woanders. Hat mir einen kurzen Herzinfarkt gegeben. Aber ja, ich finde eigentlich den geheimen
Raum habe ich zugebaut, den braucht man nicht. Das wollte ich jetzt nicht noch wieder machen. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Da habe ich den Warden geholt. Nope, auch nicht. Dann kannst du der letzte Weg sein. Aber ich finde eigentlich, die City sieht ganz gut aus. Was ich hier gemacht habe. Ich kann es nochmal von oben zeigen. Das ist es. Ja, man sieht es nicht so schön natürlich, wenn ich hier mit der Elytra durchfliege. Vielleicht vom Portalrahmen aus. Au. Jetzt sterben, das wäre lustig irgendwie. Ja. Kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Es ist hier echt nervig, hier in den Basalt-Deltas zu sein, weil hier sind die ganze Zeit Magma-Slimes, wenn man irgendwie ankommt oder wieder gehen möchte. Gut, hier sind wir wieder in der Base. Die Rüstung sieht echt nice aus, ey. Schade, dass ich die erst am Schluss verändert habe. Aber das war's dann auch mit der Base-Tour. Ich würde sagen, wir machen dann auch direkt weiter. Ich werde dann wahrscheinlich, ja, ich werde dann zum Turm gehen, aber das werde ich wahrscheinlich eh alles erwähnen, also... Hier ist jetzt mein Zukunfts-Ich wieder. Das ist irgendwie so komisch, weil ich nicht weiß, wie das ausgeht, aber... Ist ja auch egal. Machen wir weiter. Tag wahrscheinlich immer noch 98. Jetzt, wo ihr die Base gesehen habt, ist alles getan, außer dem finalen Raid. Deswegen ging es nach einem letzten Check der Gegend zum Pillager Outpost. Dort tötete ich so lange Pillager, bis ich Bad Omen 5 hatte. Und lasst mich euch was sagen, farmt Bad Omen tagsüber, da nachts über weniger Pillager spawnen, was wahrscheinlich an den anderen Mobs liegt. Zurück in meiner Base, oder besser gesagt neben meiner Base, suchte ich nach dem zweiten Wolf mit blauem Halsband. Und fand diesen diesmal auch. Somit musste ich nur noch alle Wölfe aufstehen lassen, was wieder einiges an Zeit in Anspruch genommen hatte. Tag 100. Ich sag's euch direkt vorweg, dieser Tag wird ein einziges Chaos. Mit meiner flauschigen Wolfsarmee ging ich also ins Dorf, wo direkt der Raid getriggert wurde. Und die erste Welle war, wie viele wahrscheinlich auch erwartet haben, sehr einfach. Ich habe sogar den Eisenholem der Villager vernichtet. Fragt einfach nicht. Und ab der zweiten Welle fing das Chaos an. Diese fing erst ganz normal an, bis ein Pillager auf das Dach meiner Scheune ging, wo ein lustiger Enderman scheinbar einen Grasblock platziert hatte. Was dann passiert... Könnt ihr ja ganz gut selbst sehen. Ich habe natürlich versucht, den Pillager auf dem Dach per Bogen auszuschalten. Dies dauerte aber ein bisschen länger, da meine Wölfe mich durch die Gegend schubsten. Die dritte Welle lief wieder super. Wir haben das mächtige Biest besiegt und den Rest ohne große Probleme. Die vierte Welle, nun ja, diese lief eigentlich auch ganz gut. Ich habe ein bisschen versucht, die Wölfe von den Hexen fernzuhalten und deswegen mit Bogen gekämpft. Wobei ich, aus Versehen, einen meiner Wölfe erschossen habe. Sorry. Die fünfte Welle lief super, ich habe den Magier getötet und anschließend das Biest, wo ich realisierte, dass eine Hexe meinen Wölfen Regeneration gegeben hat. War echt super. Und jetzt geht es weiter bergab. Die sechste Welle lief ganz gut, bis auf ein Problem. Könnt ihr es sehen? Hier oben, genau da. Raiders Remaining One. Trotz des guten Terrains war ein Pillager irgendwo, welcher feststackte. Und ich habe ganze 6 Minuten nach diesem gesucht. Als ich ihn endlich gefunden hatte... Ach, seht einfach selbst, es ist einfach zu schrecklich. Das Schlimme an der Situation, ich konnte nicht mal aus der Höhle raus, da meine Wölfe mich immer wieder reingeschubst haben. Es war wirklich so schlimm. In der siebten und vorletzten Welle haben wir dann ein bisschen mehr aufs Maul bekommen. Und eventuell habe ich ein paar Wölfe dabei verloren, sowie ein paar Goldäpfel gebraucht. Joa. Und dann? Raiders Remaining One. Denkt ihr, ich habe diesen gefunden? Nein. Nein, habe ich nicht. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe die ganze Gegend abgesucht. Ich habe die Höhle abgesucht. Ich habe sogar die Glocke verwendet. Und am Schluss bin ich sogar in den Spectator gegangen. Ich habe sogar Glowing-Effekte verwendet. Nichts. Ja, glaubt mir, ich war zu diesem Moment einfach mega angepisst. Ich habe einfach den Pillager nicht gefunden. Ich habe gedacht, das war wieder ein Bug oder so. Ich weiß es nicht. Ich konnte den Raid wieder nicht abschließen. Es lief wieder abscheulich schrecklich. Ich weiß nicht, wieso. Und es steht hier gar nicht mehr mein Skript drin. Ich reg mich gerade einfach so auf. Wieso funktioniert denn sowas nicht? Ich habe das schon mal geschafft, aber kaum mache ich wieder was Großes draus. Nee,
Meine Wölfe müssen sich in der Ecke einquetschen, die Pillager stecken in irgendwelchen Höhlen 100 Kilometer vom Dorf entfernt und der letzte Pillager der 7. Welle taucht gar nicht erst auf. Na gut, das wär's ja fast gewesen. Hätte ja nur noch die 8. Welle gefehlt. Okay, ich weiß nicht, wieso diese Pillagers immer schaffen, irgendwie in jeder kleinen Ritze festzustecken und alles zu ruinieren. Ich weiß auch nicht, warum meine Wölfe sich immer umbringen wollen. Aber gut, so ist halt das Leben. Ich habe es geschafft, 100 Tage zu überleben. Wenn auch der finale Raid ein absolutes Chaos war und die letzte Welle im Prinzip auch gar nicht besiegt wurde. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Aber wie gesagt, ich war so dermaßen angepisst zu diesem Zeitpunkt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wollen wir die Goldäpfel noch auflösen, warum ich weniger hatte? Ich habe übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, ich hatte vorher 4, aber ich hatte vorher 5. Es war an Tag 60 irgendwann rum, genau weiß ich es gar nicht mehr. Die Auflösung. Ich habe einen im Kampf verloren, war glaube ich ein bisschen unnötig. Hätte ich nicht machen müssen, aber ich bin halt in Lava gesprungen und wieso auch nicht. Und den zweiten Goldapfel, den ich dann verbraucht habe, den habe ich einfach in ein Basalt-Deltas verbraucht. Warum? Weil ich ihn als Feuerresistenztrank genommen habe. Gut. Ist ja auch egal. Versuchen wir den Raid zu ignorieren. Ich versuche jetzt ein bisschen runterzukommen. Es ist schon ein paar Wochen her, wo ich das hier aufnehme und trotzdem regt es mich wieder auf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und ein Like da. Checkt die anderen Hardcore-Videos. Viel Spaß und naja. Ciao, ciao.